Ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Nanotale. Und ich bin wieder hier an der Stelle. Und jetzt werde ich die etwas zu mir locken. Ich mache die aber schon mal ein bisschen kaputt. Ah. Aquarium. Das geht doch super. Jetzt dachte ich mir, und jetzt Feuer und dann wäre ja alles wieder weg gewesen. So, gut, gut, gut. Jetzt kann ich nämlich bei denen das machen. Weil die verstecken sich ja bei jedem kleinsten Creeping up on them seems to be the only thing that will get me anywhere near them. Though they may look like rabbits, gummy bunnies are actually sentient rubber-like plants. Die sind so lustig, Gummy Bunnies. Gut. Mein Plan für diese Folge war ja zum einen das, was ich jetzt erledigt habe, und zum anderen meinen Weg weiterzuführen in die eigentliche Richtung, wo ich hin muss. Und zwar hier lang. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, da oben in der Ecke. Genau, hier habe ich mich ja gar nicht mehr weiter umgesehen. Nochmal Pfütze. Ich finde das so lustig, dass obwohl der da drinne ist. Ah, warte mal, wir machen das mal. Achso, obwohl. Muss noch nicht mal. Weil im Endeffekt kann ich nämlich hier zum Beispiel Feuer. Erstmal Strahl und dann Fahren machen. Oh. Komm her. Hier bin ich. Gut, und das müsste ja der Weg sein, wo ich schon war. Genau, da habe ich mich hier umgesehen. Genau, genau. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt dorthin gehe, ob ich ja zu denen kann. Warum sollte ich zu Platane gehen? Habe ich das auf jeden Fall? Kann mir das noch angucken? Aber ich würde gerne zu dem da unten hin. Damit ich mir das hier auch noch angucken kann. Ich sitze irgendwie ein bisschen blöd. These arcs bear witness to yet another civilization. Is this part of the old world, of which some folks hint? Ich sitze anscheinend etwas blöd, weil ich die Tasten nicht so gut kriege. Platane. Üppig? Ist das mein Weg eigentlich? Nee, irgendwie nicht, ne? Irgendwie ist das was anderes. Aber gut, soll mich ja nicht dann wieder zurückgehen zu können. Das ist ja das Wichtigste. Ich achte ja darauf, ob ich
wieder zurück kann. Nicht, dass ich mich irgendwo hin teleportiere und plötzlich nicht mehr weiter kann. Wobei ich persönlich auch finde, dass sowas grundsätzlich vermieden werden sollte. Von den Machern halt selber. Ach, Kelle, Mensch. So, machen wir nochmal Maiglöckchen. Ich möchte nicht so direkt da stehen. Feuer, Strahl und berührt. Jetzt. Gut, hat mir aber jetzt auch gar nicht so viel gebracht. Aber ist in Ordnung. So, da oben haben wir auf jeden Fall das eine noch. Ich möchte nur euch irgendwie wegkriegen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Strahl. Groß. Moos. Upsi. Nee, ziehen. Machen wir lieber ziehen. Ah, hat gereicht. Ich war mir nicht sicher, ob das klappen würde. Sehnsüchtig, Sonnenlicht und Champion. Yearning for the old world. The stray starlet searches for the sunlight. It has missed for thousands of years. But despite the lack of light, the champion has persevered. Warum kann ich dorthin, Rinde? Was bringt es? Ich hätte von dort vielleicht auch Dings machen können, weil es sieht nicht so aus, als käme ich von dort irgendwo woanders hin. Ich war ein bisschen irritiert, weil es ja irgendwie heißt, da unten kann ich ja nirgendwo lang, also kann ich ja nur dort oben hin. Vielleicht ist es nur da das Anfangsgebiet, sag ich mal, nicht das eigentliche. Oh, hier musst du auf jeden Fall hin. Hier ist der Höhleneingang. Ich darf jetzt hier einfach mal hoch und gucke. Gucke, wohin ich komme. Ich kann ja mal kurz auf die Karte gucken. Fällt mir gerade ein. Einmal so. Sieht doch alles super aus. Bis auf diese zwei Stellen, einmal dort und einmal dort auf der anderen Seite. Wo wir aber nicht hinkamen. Haben wir bisher alles eingesammelt. Jetzt sind wir im nächsten Gebiet. Immerhin haben wir uns lange im Ahnenwald aufgehalten, ne? Länger als ich erwartet habe. Mal sehen, was es hier gibt. Ich dachte, das käme jetzt zu einer Videosequenz. So, da kann ich mich auch verstecken. Wenn ich aber jetzt dorthin gehe, wie komme ich zurück? Also da ist auf jeden Fall was zum Teleportieren. Wenn ich jetzt Feuer isoliert mache, geht das weg? Aua. Und dann kommt das aber wieder. Zumindest ist das ein bisschen... Cheerful presence of the green jasper dearly. But I was happy to discover the warm greenish light shining brightly in every corner of my journey was a Garni, a welcome companion. Okay, aber da komme ich jetzt so nicht vorbei, aber auf der anderen Seite war ja ein Teleporter. Da ist noch ein Schrein. Is this poison we see within these caves? We may need to find someone to talk to. Ich bin ja immer noch irritiert darüber, dass ein Fuchs sich mit mir verbunden hat. Warum auch immer. Das ist ja auch noch nicht geklärt. So, wie schnell kommt das jetzt wieder? Das ist die... Oh, sehr schnell.
Okay. An manch anderen Stellen bleibt es dann weg. Aber gut. Also hier haben wir hauptsächlich dann mit Gift zu tun. Gut, dann bleibt uns ja jetzt gerade nur diese Stelle zum Teleportieren. Was? Mondscheinglöckchen quasi. Nur anders geschrieben. Dumpf. Herr Ei. Oh. Eifernschmerz und fatal. Nochmal zurück. Wir haben uns wieder verbessert. Das ist sehr schön. Teleportgeist. Wenn du dich teleportierst, hinterlässt du einen Geist, der Gegner weiter anlockt und dich für eine kurze Zeit unsichtbar macht. Ja, aber nur, wenn ich mich teleportiere. Meistens mache ich ja die Gegner alle vorher weg. Ja, machen wir Rennen. Ich habe Angst. Ein bisschen... das Gefühl, dass bald wieder was Großes passiert. Wie schnell die immer sind, ne? Jetzt kann ich die noch nicht mal mehr sehen, weil die sich verstecken. Stein. Steinmorcheln. Weil die auf den Stein wachsen. Da könnte ich auch hin. Feuerattacke. Ach, perfekt. Hat's komplett erwischt. Irgendwie sah das aus, als hätte ihm Gift gut getan. Besänftigt. These are small shrines in honor of the giant serpent. Since the earthquakes began, the dwellers have taken to praying at the shrines, hoping to appease the serpent. Hat vermutlich nicht geholfen. Ah, ich weiß, wie ich hier vorbeigehen könnte. Ich muss ja nicht Feuer machen. Ich kann es ja auch mit Drücken versuchen und sowas. Ich weiß ja schon mal, dass es durch Feuer weggeht, aber ich kann ja auch anderes machen. Ah. So. Säurehaltig. Das hat mich ja doch kein Kampf erwartet. Oh, sind das auch welche, die so weggehen? Ach Mist. Ich versuch's mal. Scheint doch nicht so zu funktionieren. Schade. Oh, der ist echt schneller. Oh. Wie vergiftet. Also das hilft auch, um das wegzumachen. Bleibt das dann? Scheint so, als wären die komplett zerstört worden, ne? Hier muss es auf jeden Fall irgendwie geben.
Vorfahren und Welt. Dwellers made stone structures in memory of their ancestors. They point upwards towards the world they once had to leave behind. Das ist wirklich wie so eigene Welten, ne? Schon krass. Ach, guck mal, da gibt's welche zum Reden. Wo kommst du so plötzlich her? Wer bist du? Sieht denn aus wie Affen. Egal. Komm schnell, hilf uns. Es tut so weh, ich will noch nicht sterben. Wo bleibt Silas? Keine Angst, Bora. Er ist bald da. Warum kannst du mir nicht einmal zuhören, Himai? Ich hab dir gesagt, dass du nicht kämpfen sollst. Wir hatten keine Wahl, wir mussten die Schlange besiegen. Die Schlange ist ein magisches Wesen, das Leben selbst. Du kannst das Leben nicht zerstören, ohne dich selbst zu verletzen. Koral, das Gift zerstört unsere Häuser, es verletzt unsere Freunde. Hätte ich tatenlos zusehen sollen? Hey du, Fremde, kannst du ihren Bruder holen? Silas? Er ist in den westlichen Tunnels. Er erforscht die Fauna dort. Er muss kommen, um Lebewohl zu sagen. Wir können sie hier nicht zurücklassen und sie ist zu schwach, um fortgebracht zu werden. Beeil dich, sie wird nicht mehr lange durchhalten. Oh ja, ich beeile mich halt so, wie ich mich beeilen kann, ne? Das finde ich aber immer noch sehr interessant. Dass wenn ich das aktiviere, es dann halt wegbleibt. Aber es muss ja auch noch eine andere Möglichkeit geben, ne? Mit dem Gift. Entweder geht das von alleine weg. Oder ja. Da ist auch wieder so eine Götzenfigur. So, Feuer. Groß. Anstößig. Kampf. Tat. Ich glaube, Dings tut den auch nicht gut. The dwellers cannot survive without the Noken. The Moonshane bells are pretty and very practical as handhelds, but the Noken crystals light up their world. Es hört sich echt an für mich, als würde dieses Vieh, was er eben rumgeblökt hat, auf der anderen Seite sein. Oh Gott, das ist ja ein schneller. Feuergierig. Nee, das macht den auch Schaden. Das ist gut. Ja, bleib da stehen. Aber das verbreiten die damit. Die machen dann eine Spur. Aha. So, reisen Laternen zurück. When harvested, the light within Moonshane bells slowly dies. When setting out on a journey, the dwellers pick some and use them as lanterns. But those that count on them for the entire trip never make it back. Ja, jetzt verstehe ich die Worte, die ich dafür tippen musste. Nervös. Widersacher. Hau. Kann ich mir das noch angucken? Glücksbringer. Rotfeuerranken. Warte mal. Feuer entrüsten. Wenn ich da reingehe, brenne ich halt mit. Aber anscheinend ist Feuer bis jetzt das einzige Wirksame. Bist du wirklich eine Fremde? Ich schätze, du musst eine sein. Du siehst so anders aus als wir. Du bist aber nicht eine Verbündete des Wanderers, oder? Denn dieser Dummkopf war eine Qual. Wir warfen ihn heraus, bevor er noch mehr Schaden anrichten konnte. Pearl. Hör auf, sie ist nicht im Namen des Wanderers hier. Du kommst mit schlechten Neuigkeiten, nicht wahr, Fremde? Ich kann es spüren, etwas ist passiert. Ist es meine Schwester? Ich sehe es jetzt auch, sie stirbt. Ich muss mich beeilen. Meine Güte, das ist wirklich schlecht. So?
Da sagst du was. Wir haben alles versucht, die Leute sind verzweifelt und es verleitet sie, dumme Dinge zu tun, wie Bora. Unsere Magie ist einfach nicht stark genug, sonst hätte ich den Lebenszauber vor langer Zeit erlernt. Ich hätte diesen giftigen Mist selbst entfernt. Selbst die wahre Magie unseres Heilers verschwindet langsam. Mit jeder Generation nimmt sie ein wenig ab. Wahre Magie, in dir ist sie jedoch stark. Vielleicht ist deine Ankunft ein Zeichen. Vielleicht bist du diejenige, welche uns zum Sieg über die Schlange verhelfen kann. Ich lerne heilen. Ja, wenn Heilung das auch wegmacht, ist ja klar, ne? Dass ich das dann kriegen könnte. Und das macht es komplett weg sogar. The sap of this plant is acidic. It flows from the plant's roots to soften the rock on which it grows. The Shirabi can then extract its minerals. Gut. Mit dieser wunderschönen Nachrichtinformation, dass wir Heilzauber hier erlernen werden, werde ich einen Schnitt setzen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.